Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir versuchen das Unmögliche. Wir versuchen, Passierschein 38 zu bekommen. A38. Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. Was soll das heißen, falscher Schalter? Man hat mir gesagt, dass ich hier den Passierschein A38 kriege. Ganz ruhig, mein Herr. Nicht, dass euch noch eine Ader platzt. Sagt mir einfach, wo ich das blöde Papier kriege. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Eieieiei. Jetzt geht der Spaß los. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Nein, da bin ich wirklich... Stimmen. Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Ich bin wegen meines Kontos da. Schon wieder. Ja, was kann ich tun? Gibt es keine Möglichkeit, das alles schneller und ohne Passierschein zu erledigen? Tut mir leid, aber das geht nicht. Das letzte Rundschreiben N60 ist eindeutig. Passierschein A38 ist zwingend notwendig. Entschuldigung, wo bekomme ich einen Passierschein A38? Lass mal überlegen. Marianne, Liebes, weißt du, wer A38er hat? Tut mir leid, aber wir wissen es einfach nicht. Du musst herumfragen. Okay. Dann gehen wir mal zuerst nach oben. Es wird ja glücklicherweise nicht ganz so viele Etagen haben wie bei Asterix und Obelix. Entschuldigung, ich muss mal durch. Heda, was soll das? Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Formular 202. Also gut. Wo bekomme ich das? Lasst mich kurz erläutern. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Ich bin ja mal gespannt, ob das genauso ausgeht wie bei dem... Wie bei du Asterix hast dich Obelix. Vorgedrängelt. Das ist mir völlig egal. Du mieser Rüpel! Das lasse ich mir nicht bieten! Warte nur, dir bringe ich Manieren bei! Na los, schlag mich! Meine Herren, bitte! Wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen! Raus! Sofort! Oh Gott, jetzt müssen wir mit dem schlagen, bevor es weitergeht. Schön, wie wir schon einen haben, der uns anfeuert. Das würde einfach werden. An der Tür in der Bank. Schon wieder. Zum dritten Mal in dieser Woche. Ich wette 10 auf den rechts. Rüpel! Einfallspinsel! Dir werde ich zeigen! Mist, wir bekommen nicht immer zwei Schläge durch. Was ist denn da los? Was es heißt, anständig zu sein. Also. Du hast mich vorgedrängelt, Herr. Entschuldigung. Der steht mal wieder in der Luft. Schöner Bug.
Egal, weiter geht's. Jetzt sind wir wenigstens unten, können hoffentlich dieses Formular. Wir bekommen das Formular sowieso nicht, aber scheiß drauf. Ja, wie kann ich den eigentlich auch mal runtergelatscht? Geschmacklos ist noch geschmacklos. Aus NASA. Wie ist denn das verschlossen? Wer trägt denn Sachen aus diesem Barbaren? Alles im Ordnung. Ihr kennt sie. Also, wo ist sie hingegangen? Pomade. Ich muss dem Duft folgen, das könnte die richtige Spur sein. Pomade. Hast du ein Anliegen? Hä, es ist doch abgeschlossen. Hä? Und muss immer stimmen. Sieh an Fanellis Bankfächer. Die Zeiten sind hart, das Geld ist knapp und zu allem Überfluss gibt es auch noch Diebe, die in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit zuschlagen. Zum Glück hat die Sinfanelli Bank dafür genau die richtige Lösung. Vertraue in unsere Bankfächer, die nicht nur gegen gewöhnlichen Einbruch gesichert sind, sondern auch gegen Magie und Telepathie. Zögere nicht und komm noch heute zu uns, um deine Wertsachen in Sicherheit zu bringen. So, wie wollen wir jetzt die dahin, wenn... muss hier drinnen sein. Es gibt keinen sichereren Ort als ein... Sie sagt, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung, ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo. Könnt ihr nicht lesen? Wir sind in der Pause. Celine, Liebling, kannst du mir das eben abzeichnen? Ah, da bist du ja. Hör mal, ich... Wir sind in der Pause. Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Ich schätze, ich muss warten, bis sie mit ihrer Pause fertig sind. Sehr geil. Hinsetzen und warten. Du musst warten. Sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde Gewinnt? Du kennst dich hier aus, was? Du scheinst dich hier ja prima auszukennen. Bist wohl schon oft hier gewesen. Natürlich, mein Freund. Natürlich. Und ich muss sagen, bisweilen rentiert sich das sogar. Weißt du, sowas verlangt subtile Finesse. Sonst landet man in der Sackgasse. Ich hab die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden am Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Das ist einen Versuch wert. Viel Erfolg. Ich wollte aber jetzt trotzdem gegen den Quinn spielen, verdammt nochmal. Oh, na toll. Jetzt haben wir wahrscheinlich eine Karte entgehen lassen. Vielleicht können wir jetzt trotzdem noch Quinn gegen ihn spielen. Hm? Haben wir denn überhaupt sowas wie Blumen oder... Man muss immer... Wir haben halt Naschwerk noch, aber ich weiß nicht, ob... Nee, Gewürzkuchen, das wird nicht funktionieren, oder? Haben wir Naschwerk? Toffee. Ich rede mal mit ihr, mal gucken. Stimmen. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen...
auch. Nicht so ich komme aus. Später. Wie der Herr wünscht. Es gibt keinen sicheren. So, ich muss natürlich erstmal zu dem Händler, der es auch anbietet. Ich weiß gar nicht. Es könnte aber sein, dass. Alchemie-Zutaten, da hat ja. Blumen. Entschuldigung. Also, der hat ja Kräuter und sowas. Da müsste ja eigentlich auch Blumen im Angebot haben. Oh, so ein Leckeres Essen. Du bist in Toussaint. Oh! Kein Auge habe ich zugetan. Bitte, 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 hab einen Blumenstrauß. Willkommen! Zeig mir, was du. Ah. Parfüm. Blumen. So. Das müsste reichen. Wir haben jetzt beides: Parfüm und Blumen. Ich muss los. Pass auf, jetzt will die keine Parfüm, also will die kein Parfüm und keine Blumen, die will jetzt naschwerk. Irgendwelche Pralinen oder so. Der Ritter de Perak Perron? Tot? Der Hexer sieht ja gut aus. Da ist ein Haken. Ein Haken. Willkommen. Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Geralt von Riva. Mal sehen. Gedon, Gemmel... Hier, Geralt von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Blumen schenken, Parfüm schenken, um die Wahrheit zu sagen, ich bin nur gekommen, dich zu sehen. Ich habe dir Blumen besorgt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber ich... Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Ging ja einfacher als gedacht. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Geralt. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Geralt. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Chianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Endlich!
Wie läuft denn das Geschäft, Meister Hexe? Kann nicht klagen. Ja? Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Ja, hast du was auf dem Herzen? Hast du ein Anliegen? Ich habe kein Anliegen, ich bin eurem Chef hier. So, Bankfach 256, ganz hinten rechts. Wird eine Krone drin sein oder so, passt mal auf. Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bad meiner Großmutter. Du hast eine Woche. Keinen Tag länger. Das wirst du nicht bereuen. Ich schwöre. Ich kratze es irgendwie zusammen. In 7 Tagen kannst du es abholen. Mhm. Bis dann. Das muss ja viel Geld sein, wenn das so ein Problem ist. Warte eine Woche und sprich mit Chianfanelli. Ja, warte eine Woche. Oh mein Gott, was soll ich wissen, wenn eine Woche um ist? Naja, das Quest machen wir jetzt logischerweise nicht weiter, weil ich jetzt nicht eine Woche lang hier meditieren werde. Könnten wir machen, wäre schnell, aber kein Bock drauf. Ich versuche es mal ein bisschen realistischer zu spielen. Das würde Geralt ja nicht machen. So, wo waren wir denn jetzt? Transformation, ich glaube, geh nach Corvo Bianco. Ja, das ist es nicht, das brauchen wir nicht. Große Turnier, nimm an dem Turnier teil. Einfach nehme ich den Buclair, trieb dich mit den Kaufleuten in den Lager. Weit weg. Weit weg. Auch relativ weit weg. Da ist fast der Boxkampf am nächsten, oder? Ja, dann nehmen wir das jetzt. So, dann glaube ich, können wir schon mit dem Hauptquest weitermachen, also mit dem Friedhof. Der Norden muss schrecken. Soll dann auch nicht so weit weg sein. Ach so, stimmt. Wenn wir jetzt den besiegt haben, kommt ja noch ein Chef, also noch der Maestro oder wie der Typ heißt. Fassbinder-Tor. Experten wissen, dass das Geheimnis der Toussaint Weine weniger in seinen Weinbergen als vielmehr in den Eichen seiner Wälder besteht. Fässer aus Eichenholz sind dermaßen begehrt, dass die Holzfäller das Herzogtum kahl geschoren hätten, wenn ihnen nicht die erbosten Druiden in den Arm gefallen wären. Nach jahrelangen Verhandlungen wurde ein Kompromiss erzielt und ein besonderer Verband ins Leben gerufen. Die Böttcherzunft. Dank der strengen Überwachung der Branche durch die Zunft wurde die Forstwirtschaft nachhaltig und die Zunft wurde zur reichsten der ganzen Stadt. Davon zeugt auch das von ihr finanzierte stolze Tor. Okay. Kacke. Da ist der Husten wieder. Mhm. Komm nur her. Ich beiße nicht. Du Sackgesichtiger. Sonst ist er nichts. Kein Händler oder so. Hey, Meister Hexer, stellst du dich denn, Koloss? Man sagt, bei deiner Gilde wüsste man, wie man kräftig zuschlägt. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Schöne Nippelpiercings.
Der Koloss? Interessanter Spitzname. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Natürlich, aber erst beim nächsten Mal. Also, ihr seht dann beim nächsten Mal, wie ich gegen ihn kämpfe. Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Tschö, tschö.